Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den mega riesengroßen Douglas-Adventskalender. Also ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch in diesem Video wird es wieder eine Verlosung geben. Was es zu gewinnen gibt, sage ich dir im Laufe des Videos und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Am besten bist du schon mal Abonnent meines Kanals. Das kannst du hier unten werden oder du bist es schon. Und ich bin super gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ich bin also wirklich, ne? Der Douglas Adventskalender hat immer einen wirklich tollen Wert. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ich hoffe nur, dass hier nicht allzu viele Produkte aus den letzten Jahren drin sind. Das würde mich ein bisschen ärgern. Genau, also wir haben einen Kläppchen Adventskalender. Er ist riesengroß. Hier unten sind schon mal die Marken abgebildet, die sich hier drin verbergen. Ja, das Design gefällt mir wirklich gut. Es ist so eine Winterwelt. Also die Lady hat hier auch wirklich einen Schal an, ein Weihnachtskleid, Winterkleid und wir haben ja auch Beauty mit drauf und es gefällt mir. Das ist wirklich ein schönes Design, ne? Das würde ich mir auf jeden Fall den ganzen Advent über hinstellen wollen. Und ich würde sagen, ich laber. Ich sabbel und laber nicht viel. Ich starte einfach mal. Üblicherweise startet man mit der Nummer 1. Oh, das Kläppchen lässt sich schön öffnen. Hier haben wir tatsächlich auch Informationen zu dem Produkt drin stehen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Das heißt, wenn ich nicht mehr weiß, was das für ein Produkt ist, hier steht's drin. Und das ist eine Creme von Anayake oder Anayake und die verbessert die Geschmeidigkeit der Haut und gibt ihr Vitalität zurück. Das gibt man morgens und abends auf. Und ich glaube, diese Bambuscreme mit 15 Millilitern hatten wir auch schon letztes Jahr im Adventskalender. Hier oben haben wir die Nummer 2. Und hier haben wir etwas Neues drin. Lift and Roll ist ein neu entwickeltes Anti-Aging-Serum für zu Hause und unterwegs und zeigt wissenschaftlich bewiesen bei 9 von 10 Frauen eine geringere Faltentiefe nach 2 Wochen Anwendung. Ja gut, aber ich glaube, mit diesem kleinen Tübchen von 5 Millilitern kann man auch nicht allzu viel reißen. Aber das hatten wir letztes Jahr auf jeden Fall nicht im Adventskalender drin. Das finde ich auf jeden Fall nett. Ja, das ist mit einem Roll-On. Okay, das muss ich mir kurz mal angucken. Also das rollt man sich dann übers Gesicht? Schön. Ja, sowas habe ich in meinem aktuellen Lippenöl drin. Das finde ich nett. Ich finde die Nummer 3 nicht. Da, Mensch, Claudia. Oh, von Dr. Hauschka. Eine revitalisierende Maske. Straffende Intensivliege mit 5 Millilitern. Ja, das ist halt wirklich auch relativ klein. Aber hier sind auch hochpreisige Marken drin. Dementsprechend ist der Wert hier normalerweise auch recht hoch, ne, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Aber ich glaube, letztes Jahr hat er nur 29,99 gekostet, oder? Weiß ich nicht. Vergangenheits-Claudi, blende dies bitte nun hier ein. Okay, die Maske lässt man 20 Minuten drauf und darf die sogar auf die Augenpartie auftragen. Das ist nicht immer bei allen Masken gegeben. Und das ist eine Crememaske, die du dir danach halt abnimmst. Also mit einem, ne, Tuch abnehmen und dann quasi die Reste abwaschen. Jetzt kommt die Sonne hier gerade so schön raus, aber ich möchte gerade echt nicht die Rollläden runter machen. Deswegen, wir stören uns mal nicht dran. Die Nummer 4 ist ganz schön lang. Oh, wir haben ein Parfum. Produkte lassen sich übrigens schön rausnehmen und das Kläppchen lässt sich schön öffnen. Das hatten wir auch die letzten Jahre drin, ne? Mercedes-Benz Woman. Das ist ein tolles Parfum. Das riecht sehr, sehr weiblich. Und das ist eins mit einem Rollerball hier oben. Das kann man mögen, muss man aber nicht mögen. Hier sind enthalten 10 Milliliter. Genau. Mein Stiefpapa, genau, der trägt tatsächlich das Mercedes-Benz Man. Und ich habe meiner Mama letztes Jahr tatsächlich auch schon mal das Mercedes-Benz Woman geschenkt. Wird sie wahrscheinlich dieses Jahr ebenfalls wieder in ihrem Adventskalender vorfinden. Die Nummer 5 ist ganz schön groß. Oh ja, Baby, komm zu Mama. Das ist von Real Techniques, ein Schwämmchen in der Limited Edition. Aber ich weiß nicht, warum das Limited sein soll. Das ist halt ein Real Techniques Schwämmchen. Ich liebe die Schwämmchen von Real Techniques. Die sind echt toll, um Make-up einzuarbeiten. Und ja, das gefällt mir. Echt klasse. Nikolaus. Haben wir hier oben und auch das ist riesig. Also es wird auf jeden Fall der Person Spaß machen, die den Adventskalender im Advent aufmacht. Wow, Starskin, das ist eine sehr hochpreisige Marke und hier haben wir The Gold Mask Eye, Revitalizing Luxury Gold Foil Eye Masks. Also das sind so untere Augen-Patches, die man halt runter machen kann und damit soll halt dein Gesicht nach 10 bis 15 Minuten luxuriös erstrafft sein. Finde ich cool, doch das gefällt mir. Schöne Nummer 6, ist auch sehr hochpreisig. Die Nummer 7 haben wir hier.
Ja, das musste auch auf jeden Fall mit dabei sein und das ist auch relativ hochpreisig. Und zwar haben wir hier eine Ampulle von Dr. Susanne von Schmiedeberg, das Lifting Power Serum. Und hier haben wir sogar eine Abbrechhilfe mit dabei, das finde ich klasse. Und die hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch mit drin. Aber, ne, ja, haben wir jetzt wieder drin. Ich finde es einerseits cool, dass hier Produkte sich wiederholen, die wir letztes Jahr drin hatten, weil die halt gut waren. Andererseits denke ich mir, na komm Leute, ihr habt doch auch so ein paar neue Marken bei euch mit im Sortiment drin jetzt, ne? Die haut doch mal hier mit rein. So ein bisschen Pat McGrath oder so. Das glaube ich eher nicht, aber wäre witzig. Nummer 8 haben wir hier oben. Okay, das ist neu. 1, 2, 3. Clean, Cleaner, Cleanest. Favorite Foaming Cleanser. Okay, ja, das sind 10 ml in diesem kleinen Tübchen. Das gefällt mir. So ein Gesichtsreiniger kann man immer gut gebrauchen, ne? Von welcher Marke ist das? Von Clean, Cleaner, Cleanest? Das ist die Marke. Okay. Klärt den Teint und wirkt ausgleichend mit fermentierter japanischer Aprikose. Okay, und fermentiertem grünem Tee. Krass. Die Nummer 9 haben wir hier und die ist auch wieder schön lang. Nee, doch nicht. Biotulin. Okay, Biotulin hatten wir letztes Jahr auch mit dem Adventskalender, aber nicht das hier. Das ist dieses Supreme Skin Gel Anti-Wrinkle, also Anti-Falten. Und hier sind 2 ml drin. Das ist ja wirklich ein kleines Pröbchen, ne? Ja, das ist ein Anti-Falten-Produkt. Also diesen Adventskalender würde ich jetzt keinem jungen Mädchen schenken, um das mal so zu sagen, ne? Auch wenn das Design sehr rosa ist, sehr mädchenhaft aussieht, ist es tatsächlich eher was für die Erwachsenen von uns. Biotulin Supreme Skin Gel reduziert Falten innerhalb von nur einer Stunde. Krass. Kommen wir nun in den zweistelligen Bereich und öffnen hier mal die Nummer 10. Das ist aber nicht schlecht. Okay, 1, 2, 3, auch wieder von der Marke, die wir in der Nummer 8 drin hatten. Und das hier scheint ein Serum zu sein. Plump Up the Volume Hyaluronic Power Serum. Okay, 3 ml sind hier drin. Gut. Das sehr kleine. Also wenn es halt so Größen unter 5 ml sind, finde ich das immer schwierig, aber das ist halt hochpreisig. Plump it up. Hyaluronic Power Serum spendet intensive Feuchtigkeit, das brauche ich. Und erfrischt mit fermentierter Jasminblüte, das liebe ich. Und Desertica kenne ich nicht. Get that glow girl. Okay, ja. Dann kommen wir jetzt mal zur ersten Schnapszahl, die Nummer 11. Die ist aber schön lang. Scheint wieder ein Parfum zu sein, oder? Optimismus und Offenheit lese ich hier nur direkt. Abercrombie & Fitch, das ist ein Sprayer, das finde ich gut. Authentic ist hier die Duftnote, das gefällt mir, das finde ich gut. Kenne ich nicht vom Duft her, 10 ml sind da drin enthalten, aber Leute, ich sammle ja für einen Adventskalender, den ich ja auch für jemanden von euch bastel, zur Verlosung, ein Parfüm-Adventskalender und da bietet sich sowas natürlich tierisch an. Optimismus und Offenheit zeichnen die Authentic-Frau aus. Sie lebt ihr Leben mit Leidenschaft und definiert sich nicht über andere. Sie schreibt ihre Regeln selbst und ist dabei vollkommen authentisch. Coole Sache. Okay, die Halbzeit, die Nummer 12. Oh ja, von Anayaki Mascara Intense Volume sur Mesure. Das ist eine Mascara. Eine gute Nummer 12, das muss ich wirklich sagen. Eine cremige Pflegeformel in Kombination mit einem innovativen Bürstchen, das ihren Wimpern Schwung und extremes Volumen verleiht. Die intensive schwarze Farbe macht ihren Blick einfach unwiderstehlich. Dann schauen wir mal zu der Nummer 13. Also, ich muss sagen, bislang gefällt mir der Adventskalender. Auch wenn wir hier so ein paar Wiederholungen drin hatten, finde ich dann in Kombination mit den neuen Sachen echt nicht schlimm. Okay, ja, Glam Glow, Glow Receive Watermelon Glow Sleeping Mask. Das ist dieses Pöttchen. Das enthält Fruchtsäure und Hyaluronsäure. Und das soll halt entsprechend wie ein, wie eine Nachtmaske genommen werden. Das kannst du dir auch relativ dünn auftragen, über Nacht drauf lassen und morgens abwaschen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier enthalten ist. 10 ml. Okay, ist aber ein schönes Pöttchen. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Wassermelone liebe ich ja, ne? Muss ich auf jeden Fall mal austesten, denn ich glaube, viele von euch hatten mir, als ich das mal als Goodie dabei hatte, als ich bei Douglas bestellt habe, auch in die Kommentare geschrieben, Claudia, teste das aus, das ist wirklich gut. Die Nummer 14 haben wir hier oben. Also 1, 2, 3 scheint hier wirklich eine Marke zu sein, die den Adventskalender beherrscht, oder? Denn hier ist schon wieder was davon drin. Eine Hydra Power Gel Cream. It's Prime Time. Smoothes and Moisturizes. Also das macht dir entsprechend ein weiches und feuchtigkeitsgespendetes Gesicht mit den 10 ml, die hier enthalten sind. Und ja,
eine Gesichtscreme. Nicht schlecht. Die Nummer 15 haben sich hier unten. Oh. Tomorrow Labs Boosting Serum. Okay, da sind 7 Milliliter enthalten. Tomorrow Labs sagt mir gar nichts. Das habe ich auch so gar nicht beachtet bislang. Was ist das? Gesichtsserum für morgen. Der Signalverstärker der Selbstheilung zieht sofort ein und verlängert den Effekt der HSF, keine Ahnung, Wirkstofftechnologie, kehrt schadenfreie Prozesse um und schützt vor Hautalterung. Oh, der Soforteffekt garantiert ein frisches und strahlendes Aussehen. Nett, nett, nett. Die Nummer 16 haben wir hier. Okay. Dr. Susanne von Schmiedeberg. Teure Marke übrigens, ne? L-Carnosine Anti-Age-Eye-Cream. Das sind 5 Milliliter in diesem kleinen Tübchen. Ja, eine Augencreme, ne? Kann man auch gut gebrauchen. Jetzt schauen wir mal die Nummer 17 an. Dann ist es ja quasi eine Woche vor Heiligabend. Die ist hier unten bei dem Auto. Ui, ui. Die ist aber lang. Okay. Ah, schön. Honest Beauty. Die sind ja auch neu bei denen eingezogen. Das ist eine Hydrogelcreme mit 22 Millilitern. Und das ist fürs Gesicht. Schön. Schenkt einen extra Boost an Leuchtkraft. Kann man gut gebrauchen zur Weihnachtszeit. So, die Nummer 18 haben wir hier oben. Auch das ist wieder schön lang und schmal. Vielleicht auch wieder ein Parfum? Ja. Pur L von Anayaki müsste das auch wieder sein. Genau. 10 Milliliter sind in diesem Rollerball enthalten. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal mit drin, oder? Das kommt mir gerade bekannt vor. Pur L für Sie. Das Pur L Parfum entführt in einen japanischen Garten und schenkt ein Gefühl des intensiven Wohlbefindens. Nice. Dann gehen wir mal zu der Nummer 19. Oh, schön. Wir haben einen Pinsel. Pinsel sind ganz toll. Und das ist ein Zoeva Pinsel. Ist aber in der Voyager Größe. Das heißt in der Reisegröße. Das heißt, der ist ein bisschen kleiner. Das ist die Nummer 142 Concealer Buffer. Das finde ich schön, denn ich trage mir aktuell, und heute habe ich das auch wieder gemacht, Concealer nicht mit einem Schwämmchen auf, sondern mit einem Pinsel. Einfach um auch noch so ein bisschen die Deckkraft zu erhöhen und um das besser in die Haut einarbeiten zu können. Das ist auch einfach schöner, wenn man ein paar Jährchen älter ist, sage ich mal, und schon ein Augenfältchen hat, ne? Das ist einfach schöner für Einarbeiten tatsächlich. Das finde ich toll, dass der mit drin ist. Der gefällt mir. So, der 20er Bereich. Hier ist die Nummer 20. Hier ist auch schon wieder was drin von Tomorrow Labs. Und auch hier haben wir ein Eye-Komplex, also eine Eye-Cream drin. Oder? 7 Milliliter. Eye-Komplex. Ja, für die Augen. Für eine erfrischte Augenpartie mit Signalwirkung. Die stimulierende Mikrozirkulation lässt Augenschwellung und Augenringe verschwinden. Das dünner gewordene Stützgewebe der Haut wird gezielt gestärkt. Nette Beschreibung. Okay, 21 ist genau da drüber. Ja, das hatten wir in den letzten zwei Adventskalendern schon drin, oder? Wie oft hatten wir das schon drin? Von Anayake oder Anayaki Ultra Time Serum. Ja, ein Gesichtskonturenserum mit 7 Millilitern ist da enthalten. Ich muss gestehen, dass ich das kein einziges Mal selber verwendet habe. Ich glaube, eins habe ich noch im Backup, bin mir aber gerade nicht sicher. Und ja, das soll halt deine Gesichtskonturen straffen. Ich mag den Duft von Anayake oder Anayaki ehrlich gesagt nicht so gerne, weil mir das zu intensiv ist. Jetzt kommen wir zur letzten und zweiten Schnapszahl, die Nummer 22. Baby, komm zu Mama. Anastasia Beverly Hills Lash Break Volumizing Mascara. Hier haben wir einfach mal eine Mascara von Anastasia Beverly Hills drin. 5 Milliliter sind hier enthalten. Das finde ich toll. Oh, ich feiere sowas. Okay, Nummer 23. Die ist hier. Der Tag vor Heiligabend. Hier ist auch wieder was von Tomorrow Labs. Overnight Activator mit 7 Millilitern. Also das ist dann quasi einfach eine Nachtpflege. In der Theorie hast du hier von Tomorrow Labs und von 123 quasi so eine Art Pflegelinie auch mit drin. Das finde ich ganz gut und ich denke, wenn ich mal Adventskalender packe, werde ich das auch so kombiniert zusammenpacken, ne? Dass ich in einen Adventskalender die Produkte von Tomorrow Labs mit reinmache, in einen von Anayake, in einen von 123, dass man das halt so kombiniert hat. Genau, die Nummer 24. Und das ist auch so ähnlich wie tatsächlich das, was wir die letzten Jahre drin hatten. Denn hier haben wir eine Parfüm-Miniatur drin. Dieses Mal von Ariana Grande oder Ariana Grande.
Das ist dieses hier. Das ist auch hübsch. Also der Flakon an sich, ne? Ich kenne einige, die halt diese Mini-Flakons sammeln. Deswegen finde ich das ganz schön. Ich wollte einen Duft kreieren, der an die Komposition meines ersten Duftes Airy oder Ari erinnert, aber als neue Variante. Also habe ich Airys fruchtigen Birne- und Himbeernoten wieder aufgegriffen und durch Zugabe von Kokosnuss verändert. Okay, safe nicht mein Duft. Ich wurde inspiriert, einen Flakon zu entwerfen, der die Botschaft meines Songs Thank You Next darstellt. Das Hervorheben des Parfums aus dem gebrochenen Herzen symbolisiert das Hinausbewegen aus einem herausfordernden Lebensabschnitt. Okay, ja nett. Also das war jetzt auf jeden Fall der Adventskalender. Ich muss sagen, er hat mir gut gefallen. Ja, ne? Also da waren schöne Produkte drin. Es hat sich ein bisschen was wiederholt zum letzten Jahr und auch zum vorletzten Jahr. Aber jetzt nicht alles so, ne? Also es ist schon was Neues, was damit bei ist. Wir haben witzigerweise nichts für die Lippen. Sonst hast du in den Adventskalendern ja meistens irgendein Lippenprodukt. Ja. Deswegen hat mir das gut gefallen. Wir haben hier neue und schöne Produkte drin. Wir haben hochpreisige Produkte drin und auch der Wert wird ziemlich nice sein, ne? War der letztes Jahr auch. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, was ihr in diesem Video gewinnen könnt. Und zwar kannst du in diesem Video dieses Dreier-Set von Anna Jahrke gewinnen. Das Parfum habe ich mal rausgenommen, weil das werde ich in einem separaten Video verlosen, wo ich ja den Parfum-Adventskalender zusammenstellen werde. Genau, alles, was du dafür tun musst, um diese drei Produkte zu gewinnen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, das war jetzt mein Adventskalender-Unboxing. Wenn es dir gefallen hat, lass doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!